Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Hermannseck in der Version 2. Killers, es klappt alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich habe versucht, mit allen möglichen Gerät die Ballen zu transportieren, wegzubringen, einzulagern, was auch immer. Es ist einfach nicht machbar. Das sind einfach zu viele Ballen. Ja, es wäre sicherlich durchaus möglich gewesen, die auf der Map so zu lagern an bestimmten Orten. Aber das möchte ich nicht, weil wenn ich die Ballen irgendwo lagere, wo ich sie nicht gebrauchen kann, oder erstmal Ewigkeiten brauche, um sie von A nach B zu bringen, ist das nicht im Sinne des Erfinders. Ich möchte sie aber auch nicht am Hof einlagern, weil das hatte ich eben. Lags ohne Ende. Also die gehen total auf die Performance, die kleinen Ballen. Finde ich sehr, sehr schade. Ich hätte sie gerne behalten. Aber nutzt alles nichts. Dann kommt das Pack halt wieder weg, was ich nochmal gekauft hatte, beziehungsweise runtergeladen hatte. Kann ich das halt nicht nutzen. Leider, leider, leider. Jetzt überlege ich allerdings, was mache ich mit den anderen Ballen, die jetzt noch auf der Wiese liegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Was ich allerdings gleich mitnehmen werde noch, ist ein Striegel. Und zwar möchte ich hier den kleinen auswählen, kaufen und so. Weil ich hatte ja gesagt, ich möchte möglichst natürlich arbeiten. Heißt im Umkehrschluss, dass ich so wenig wie möglich Kunstdünger verwenden möchte. Denn am Anfang ist das jetzt nicht so unbedingt möglich. Weil man hat ja noch nicht Gülle und man hat noch nicht Mist und so weiter und so fort. Aber ich denke, so ein Striegel ist auch eine feine Alternative. Und ja, da habe ich leider jetzt noch keinen alten gefunden. Deshalb werden wir da auf junges Gerät setzen. Ja, wir haben ja gesagt, wir mixen das Ganze. Also nehmen wir einen alten Striegel, neuen Striegel. Und ja, schauen denn mal, was wir daraus machen können. Jetzt überlege ich nur, wie kriege ich die Ballen weg. Ja, also wir werden jetzt gucken, dass wir die Wiese schnellstmöglich also wachsen lassen. In der Hoffnung, dass die Kühe auch durchhalten. Und dann werde ich die alle verkaufen. Bringen, glaube ich, 38 Euro das Stück. Ja, das sind ja keine Ballenlager, hatte ich ja die ganze Zeit falsch ausgedrückt. Das sind ja Verkaufsstellen für Ballen. Egal für welche Art. Einfach hinfahren, verkaufen, wunderbar. Funktioniert von ganz allein. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und das werden wir jetzt in dem Fall auch nutzen müssen, leider. Und ihr könnt mir glauben, das ärgert mich gerade massiv. Ich hätte das super gern gemacht. Aber hey, es geht nun mal nicht. Ist nicht zu ändern. Achso, warte mal. Den können wir ja gleich mal hier auf der Wiese stehen lassen. Wir müssen allerdings erst noch die restlichen Ballen hier runterholen. Sonst können wir hier nichts striegeln. Oh, ist ja wohl klar. So. Und abkuppeln. Dann holen wir uns unseren Wagen und laden da jetzt halt nun mal leider per Hand alle Ballen drauf. Ist halt so. Ganz schön zum Brechen. Aber gut, that's it. Kann man nicht ändern. Ich überlege auch schon, ob ich die Ballen, die ich jetzt am Hof habe, umlagere. Weil ihr seht, es ist an sich schon wieder relativ grenzwertig hier. Ne? Es ruckt und zuckt ja dann doch ganz schön. Und das ist ja das, was ich eigentlich jetzt nicht so unbedingt haben wollte. Hier durch. Passt. Hallo. Ach, Mann, jo. Ist da nicht schon mein Tag? So, dann fahren wir jetzt damit auf die kleine Wiese. Ich glaube, ihr hört mir das auch an. Ich bin da, das frustriert mich echt so ein bisschen. Scheitert das mal wieder am Rechner. Aber gut, es ist, wie es ist. Sparprogramm läuft, ja, ist alles gut. Hier habe ich ein bisschen was verloren. Oder leider randaliert. Die werde ich hier auch noch wegstellen. Wir haben ja noch Unterstellmöglichkeiten. Gerade oben am Ballenverkauf ist ja auch noch so ein Unterstand.
Den könnten wir ja durchaus auch dafür nutzen, dort unsere Ballen zwischenzulagern. Dann fahren wir halt mal die 3 Meter. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Nur halt nicht ans andere Eck der Map, ja. So, was habe ich mir noch organisiert? Ich habe mir organisiert eine Dieselproduktion. Ja, gibt es ja auch als Mod. Und die möchte ich dann ganz gerne platzieren. Wir haben ja also diese Fläche für platzierbare Objekte. Und die werden wir auch nutzen. Ja, ich habe gedacht, Mensch, warum denn nicht? Macht ja dann doch Sinn, das auch zu verwenden. Und da wir ja nun auch Diesel brauchen hier auf der Map, ist es ja dann noch sinnvoller, da vielleicht ein bisschen zu investieren. Ich meine, das Ding kostet 250.000. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, dass ich möglichst zeitnah mir das Millionchen zusammensuche. Und ach, guck mal, es ist nur noch dieser eine Ballenhaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und dann, ja, das auf jeden Fall produziere, denn wir haben ja noch Raps, wir haben noch Sonnenblumen und so viel verfüttern wir an die Schweine doch. Oh, an die Schweine doch nicht. So, dass wir da denn durchaus auch das ein oder andere mal in die Produktion des Diesels stecken können. Da können wir nämlich damit unseren Kompostmaster und unseren eigenen Fuhrpark betanken. Ja, Kompost hatte ich ja gesagt, ganz, ganz groß geschrieben, nicht wegen Verkaufen, sondern halt wegen der Düngerei. Ja, muss sein, muss sein, möchte ich gern haben. Ist natürlich Krams, ihr wisst. Habe ich ja in Jogesfelden auch gemacht. Da habe ich ja zum Teil auch mit Kompost gedüngt, beziehungsweise so lange, bis ich halt Gülle und so weiter hatte, die ich dann verwenden konnte. Ich bin aber auch am Überlegen, ob wir hier weiterhin mit 3 Düngestufen arbeiten. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir bei 3 Düngestufen bleiben wollen. Da könnten wir ja in der ersten Stufe, das funktioniert ja auch bei normalen Pflanzen, nicht nur bei Gras. Ganz tolles Ei, das war voll, das war Pfosten. Wo ist er denn hin? Also funktioniert auch bei allen anderen Pflanzen das mit dem Striegeln, ne? Da haben wir da schon in der ersten Wachstumsphase eine Düngestufe drauf, ohne irgendetwas zu verbrauchen. Ja, der Diesel ist schon klar, ja. Aber ist ja egal, produzieren wir ja bald selber, ne? Und ja, dann könnte man dann einmal, also beziehungsweise ja vorher mit Gülle, ne, Mist und so weiter, dann grubbern und dann halt striegeln in der ersten Wachstumsphase. Und dann müssen wir uns noch irgendwas mit Pflegebereifung holen, ne? Denn die ist ja dann auch nicht ganz unsinnvoll. Also heute ist Tag des Pfostens. Ja, macht so gut. Macht so richtig gut. Wo ist er denn hin? Ach, die andere Seite. Okay. So, gleich geschafft. Ihr seid gleich erlöst. Glaube ich, der letzte Ballen, ich nicht noch irgendwo ein Häufchen vergessen habe. So, ihr seht das schon, ne? So ist, wenn ich mich dann so bewege, die Ballen, die sind schon ganz schön fies zu mir in meinem Rechner. Es ruckt und zuckt. Ich meine, tut sowieso auf dem Hof, aber das war vorhin schon richtig übel. Da war ja hier der ganze Wagen voll und da ging eigentlich gar nichts mehr. Ja, ist halt so, ne? Genau, und hier oben in diesem Unterstand könnte ich ja dann auch die Ballen zwischenlagern. Muss ich bloß beim Rausfahren dann halt darauf achten, dass ich sie nicht verkaufe. Weil man braucht hier nur ranfahren und zack, weg ist es. Super schnell gemacht, ja. Ja. Ganz einfach. Beziehungsweise könnte man ja auch mal versuchen, hier so ein Ballenlager davor zu stellen. Ihr wisst ja, so ein Automatik-Dingsbums-Lager. Wäre ja auch nicht schlecht. Dann hätte man die Ballen gar nicht einzeln auf der Map rumliegen. Ja, das werde ich wohl tun. Ich glaube, das werde ich, ja, mir runterladen zur nächsten Folge. Und dann probieren wir das einfach mal aus, wo wir das unterbringen können, möglichst in Hofnähe. Ja, also so ganz weit weg möchte ich das natürlich nicht vom Hof haben. Aber direkt auf dem Hof muss ich jetzt auch nicht unbedingt ein Gebäude platzieren. Ja, das ist ja unnötig. So, haben wir das. Schnappen wir uns jetzt unseren Striegel. 20:49 Uhr. Die Nachbarn werden sich bestimmt gleich aufregen, dass wir hier immer noch am Rumwerkeln sind. Aber nur,
Mir doch egal. Wir müssen halt woanders hinziehen. Wir sind jetzt hier eingezogen, da müssen sie durch. Ich muss jetzt mal gucken. Ich hoffe jetzt, dass die auch wirklich düngbar sind. So, dann klappen wir mal der Gerät auf. Der hat nämlich ordentlich Breite. Was dann sicherlich auf den kleinen, süßen Wiesen, dann fährst du zweimal hin und her, bist schon fertig. Ist doch cool, oder? Oh, Beine. Wollte nur alles nutzen, Mensch. Au. Und los geht's. Ändert sich ja was? Ändert sich ja was? Kinders, ändert sich ja was? Hier ändert sich nichts. Ändert sich ja was? Wollen wir mal ganz doll rauszoomen. Wird es dunkler? Ja. Ja. Wird dunkler. Ach, ist ein Traum. Sehr schön. Naja, ist ja denn rucki-zucki gemacht. Gott sei Dank. Dementsprechend, ja, wie gesagt, möchte ich dann auch umsteigen, dass man halt auf den Feldern auch in der ersten Düngestufe oder in der ersten Wachstumsphase, sagen wir es mal so, die zweite Düngestufe draufbringen und zwar wieder mit Striegel. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Zieht ja das Unkraut raus aus dem Boden, ne? Dann haben wir nicht so viel, was weiß ich. Andere Pflänzchen dazwischen. Ja, guck mal, das geht. Das funktioniert super. Na, endlich mal was, was funktioniert. Nach der Ballenfrustration läuft wenigstens das. Ah. Wunderbar. Ich bin begeistert. Es läuft. Ja, dann werde ich mal gucken. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mit euch zusammen die Millionen suche. Ich meine, ich habe ja schon über 60 Nuggets gesammelt. Das heißt, wir bräuchten ja gar nicht mehr alle zusammensammeln. Und so würdet ihr auch nicht alle sehen. Ja, ich meine, das ist ja auch. Ich meine, ich glaube, die Map ist ja nun nicht neu. Die meisten wissen, wo die ganzen Nuggets sind. Hat auch mit Spoilern, denn, glaube ich, nicht mehr viel zu tun. Ja, ich denke, das werde ich mal mit euch in der nächsten Folge machen, denn es muss ja jetzt hier sowieso erstmal alles wachsen. Wir werden uns das Ballenlager hier vornehmen, dann werden wir noch ein bisschen Nuggets sammeln. Genau, so machen wir das. So. Oh, Bäume. Seh den Wald vor lauter Bäumen. Und ich darf nicht singen, ich habe Verbot. Ja, guck mal, das geht ja rucki-zucki. Na, dann haben wir das hier schon gemacht. Alles ist schön. Und dann werden wir mal gucken, dass wir da in der nächsten Stufe auch nochmal mit dem Dünger drüber gehen. Oder vielleicht haben wir denn schon irgendwas anderes Schönes am Start. Denn das geht ja nur in der ersten Wachstumsphase, ne? Schade eigentlich, ne? Könntest du voll Geld sparen. Ich meine, so ein Striegel ist ja jetzt nicht günstig. Habt ihr ja gesehen, der hat einen ganz schönen Schein gekostet. Aber ich glaube, der rentiert sich im Laufe der Zeit doch. Ja. Zumal man ja auch nicht permanent irgendwas in den Boden pumpen muss. Ja, und nur um Düngestufen reinzukriegen. Wenn man andere Alternativen hat der Bodenbearbeitung, kann man die ruhig verwenden. Jetzt wird es spannend. Echt natürlich nicht, war ja klar. War ja sowas von klar. So, dann fahren wir zurück. Na, schau mal, na, guck. Sind wir damit durch? Wunderbar. Bin schwer begeistert. So. X und V. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir da oben aber. Oh. Oh. Die Halle, um dort auch mal ein bisschen was unterzustellen. Oh. Man sollte auch dahin gucken, wo man hinfährt, ist schon klar. Na, Pferdchens, alles schick bei euch? Ja. Wunderbar. So. Und
Bis später. Gut, haben wir das Thema erledigt. Dann werden wir gucken, dass wir in der nächsten Ernte dann halt die Ballen in Großpressen dennoch einlagern. Ist halt wirklich schade. Finde ich wirklich, wirklich richtig schade. Aber gut, macht ja nichts. Gut, ihr Süßen, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge heute mal ein bisschen eher. Ich werde mir dieses Ballenlager organisieren und dann sehen wir uns morgen, wenn ihr möchtet, bei einer neuen Folge wieder. Vielleicht etwas erfolgreicher als heute. Also, ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.